Ein alter Upi, alter Scheiße. Eins, zwei, drei. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Digga, ich will nicht aufs Maul bekommen. 8,85 Euro. Vertraust du mir? Ich hab hier 8,85 Euro. Ah, fuck, falsches Motor, Junge. Seht ihr das? Es ist Zeit zum Tanken. So, während wir jetzt die Karre hier warm fahren, kann ich mal erklären, was wir heute machen. Und zwar habe ich bei dem lieben Kulevo ein Video gesehen, wie der Jute Jung in 3 Stunden so viele Tankstellen fährt wie möglich. Und das war schon sehr amüsant, weil der Junge auch immer nur... Weil der Junge, chillig, du Wichser, Alter. Hast keine Zeit heute oder was? Und der ist dann immer nur so zu ein paar Tankstellen gefahren und hat immer so für ein paar Cent getankt. Und die Reaktion von den Kassierern war so witzig, Alter. Und du dachtest dir, yes man, das können wir auf ein Next Level bringen, indem wir einfach für ein paar Cent tanken oder für einen Euro. Oder einfach nur mit Kleingeld zahlen, ja. Mit so 1, 2 und 5 Cent Stücken, dass die Wichser das einfach zahlen müssen. Zählen müssen, nicht zahlen müssen. Mal gucken, wie es wird und ob ich heute auf die Fresse bekomme oder nicht. Wir müssen auch gerade mal kurz anhalten und gucken, wie viel Kleingeld ich noch im Portemonnaie habe. Also hinten, hinten in der Spardose in meinem Rucksack habe ich richtig viel Kleingeld, aber... Oder ich kann ja nicht so zum Kassierer gehen und sagen, hier, gönn dir, Bruder. Okay, wir gehen jetzt für... Wir können für 27 Cent tanken. Hier ist auch wieder Full House. Das ist ein alter Upi, alter Scheiße. So, aber erstmal tanken wir jetzt. Schlappe 27 Cent. Super Bleifrei. Oder sollen wir Diesel tanken? Nee, lass mal nicht Diesel tanken. Mein Name ist Motor. Betrag. Was haben wir gesagt? 26 Cent, ne? 8 Cent, 11 Cent. 26, 25, 27 Cent. Let's fucking go, man. Hallo. Hallo. Einmal die Nummer 3. Jawohl, ja. 27 Cent? Ja. Hallo. Wird nicht mehr. Hallo. Ich möchte nicht in Reserve nach Hause fahren. Ja, stimmt genau, danke. Wunderbar, schönen Tag noch. Danke. Tankstelle Nummer 1 ist absolviert. Let's fucking go, dude. Wir fahren erstmal zu der Tankstelle, wo man nur mit dem Automaten bezahlen kann. Wenn das funktioniert, dass ich dafür 1 Cent tanken kann, dann tanke ich dafür 1 Cent. Und dann fahre ich zu der anderen Tankstelle, die ist so 200 Meter entfernt. Und dann tanke ich dafür 1 Euro und zahle in kleinen Centstücken, Alter. Da wird der Typ sich auch freuen. So, hier ist sie. 15 Meter Tankstelle, super 1,54. Heide Witzka. Was ist eigentlich bei euch so ein billiger Preis für Sprit, für Super jetzt? Weil das Billigste, was ich gesehen habe bei uns, war 1,51. Zugeschlagen, ne? So, Schiller 1, ja, scheiß drauf, bleiben wir einfach hier. Mal gucken, was hier jetzt geht. Ah, chillen. Hier? Vorgang ab, oh, fick dich, ich dachte, ich kann schon rausziehen. Boah, ist das stressig zu tanken heute. Bitte warten. So, jetzt hier. Stöv. Vorgang nicht möglich. Fick dich. Chillen. Okay, jetzt wird Geld gezählt, meine Freunde. Oh, dieses Geräusch. Ja, ich habe vorbereitet, ja, ich habe mich vorbereitet. Okay, fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 98, 100. Ey, wir haben 100 Euro, 100 Cent jetzt. Okay, der Typ wird mich so ficken jetzt. Ich muss erstmal gucken, wie der Typ aussieht. Ich sehe keinen. Okay, ey, ich sehe keinen, aber wir tun's. Für 1 Euro. Boah, da kommen richtig viel raus schon. Schon fast mehr, als wir tanken, ja. 1 Euro. Boah, Digga, wir haben 640 Milliliter getankt für 1 Euro. Bruder, let's go. Ich werde jetzt so gefickt. Der beste Weg, Kleingeld loszuwerden, an der Tankstelle. Das werde ich dem Dude jetzt sagen. Das ist ein Euro? Das ist ein Euro, ja. Der beste Weg, Kleingeld loszuwerden, ist an der Tankstelle. Das hat mir mein Papa beigebracht. Ja, bitte. Ja, okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oh, mein Lücke. Digga, die Arme. Bei Gott, die hat sich einfach unterm Tresen versteckt. Ich bin so reingekommen. Und was macht die? Die kommt einfach hoch. Ich dachte, die wäre im Hinterzimmer oder so. Die steht einfach auf. Wie sie geguckt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber ihr habt es auf jeden Fall gehört. Die hat sich so verarscht gefühlt. Wir müssen jetzt hier kurz mal halten, weil ich muss gucken, wo die Tankstelle ist. PM, da waren wir auch eben. Okay, wenn wir hier weiterfahren, kommen noch 3 Tankstellen. Wow, mashallah. Jetzt nicht für 1 Cent tanken. Oder für 20? Ich habe noch 20 Cent. Ah ne, die habe ich ausgegeben. Gar nicht wahr. Die habe ich gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall noch 20 Cent, aber wie fahre ich denn hier drauf? Wie fahre ich auf die verfickte Tankstelle? Ah, scheiß drauf, Digga! Alter, ich muss jetzt das Kleingeld suchen. Fuck! Komm, Mr. Schwarzschein, gib mir Geld. Was ist das? Ah, der Kassenbon, ja. Ich war sogar so frech und hab den Kassenbon mitgenommen. So. Ich würde sagen, geh mal an, Bruder. Digga, 8 Cent willst du mich ficken? Oha, das ist schon viel zu viel. Ja, ich muss sparen. 8 Cent, Bruder. Digga, weißt du, wie viel 8 Cent sind? Holy shit, Mann. Hallo? Einmal Zapfsäule 1. Für 8 Cent? Ja, genau. Sehr. Dankeschön. Schönen Tag noch. Das war auf jeden Fall der professionellste an diesem Tag. Er hat einfach gesagt, die 8 Cent. Ja. Normal, ich gehe mal für 8 Cent tanken. Aber das kann ich eigentlich bei der Shell nicht machen, das sage ich dir so wie es ist. Die einen wissen es, die anderen nicht. Och Bruder. Ich fahre hier lang, Digga. Scheiß drauf, ich mache das bei der Shell nicht. So, hier ist die Tankstelle. ED. Boah, Bruder, die lieben Kleingeld, Alter. Oh, die bekommen auch gerade dicke Lieferung. Hier ist Full House. Aber Bruder, ich muss erst mein Kleingeld zählen. Hier. Oh mein Gott, hier ist eine Bank. Let's go. Ach ja, ist das schön heute. Oh, hör doch auf. Das hört sich doch so scheiße an, hört sich das. Okay. Ich werde jetzt nochmal 1 Euro abpacken und den Rest. Alter, das ist viel zu viel. Er will das doch gar nicht alles haben. Egal, juckt mich gar nicht. Was guckst du? Oha, warte mal. 1 Cent, okay, wir haben jetzt 1 Euro. So, und jetzt? Alter, was denkt ihr?
wie viel Geld das jetzt ist hier. Das da und das da. Ich sag, das sind 5 Euro. 8,83 Euro. Plus 50 Cent sogar. Also eigentlich 9,33 Euro. Ja, 5 Euro war auf jeden Fall sehr gut geraten. Ah, geil. Boah, stinkt das hier alles nach Geld. Super, haben die super. Boah, die haben super Plus. Okay, dann gehen wir jetzt super Plus tanken. Digga, hier ist viel zu viel los. Ich mach 1 Euro. 1 Euro. Weil die armen Leute. Die armen Leute. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Digga, ich will nicht aufs Maul bekommen. 8,85 Euro. Super Plus. Gib ihm, Junge. Euro. 86, nein! Hab ich noch 1 Cent? Ich hab noch 1 Cent, Bro. Ich hab noch 1 Cent. Hallo? Hi. Ich habe eine Frage. Vertraust du mir? Was denn? Ich habe hier 8,85 Euro. Und ich gebe dir auch noch 1 Cent, weil ich habe zu viel getankt. Die Spardose, die zählt von selber. Ja, das Problem ist, so viel passt, glaube ich, gar nicht in die Familie-Kasse rein. Doch, das passt. Hier, 5 Cent sogar noch. Wie mache ich hier auf? Drehen einfach. Scheiße, noch nie gesehen. Warte, lassen Sie vielleicht ihn noch vor kurz. Oder haben Sie das schon eingegeben? Ja, wohl, warte. Weil das ist sonst. Ja, mach ich gleich. Ja. Ich komm sofort. Hör mal, was ist das denn für eine Frage? Weiß ich nicht. Wie ist das denn? 5 Euro. Das ist Slotty, nee. Oder? 5 Slotty. Ja. Tun wir die mal weg. Pass mal auf. 2, 3, 4, 5, 6. Warum hab ich jetzt die Slotty drin? Scheiße, haben wir. Ja. Hat ich wohl noch nie gehört. Ja, das sieht halt ähnlich aus, ne, wenn man nicht aufpasst. Ja, hier. War das bei mir in der Kasse? Ich vertraue dir mal, ne? Ja, das ist sehr, sehr lieb. Beleg? Ja. Alles klar. Ja, die Spardose brauche ich trotzdem. Ja, ach scheiße. Ja, musst du kurz warten. Alles gut, ich habe Zeit, ich habe Zeit. Wie lange arbeitest du schon in einer... Seit Juni, Juli. War noch keiner so dreist wie ich? Das weiß ich noch nicht. Okay, wundert mich auch nicht. Das werde ich nicht vergessen. Was, was, gib mir so einen kleinen Kabelbecher mal. Dann mache ich das gleich wohl zu Ende. Danke. Ich danke dir. Bitteschön. Mach das schon gut. Brauchst du Beleg? Hab ich schon. Ach, hab ich gegeben? Ja. Gut, alles klar. Es wird die Tage auf jeden Fall kommen. Alles du bist klar. Der Held des Tages. Dankeschön. Alles klar. Schönen Tag noch, ne? Ciao, ciao. Oder das hat einfach geklappt. Arme Nackel. Digga, er ist einfach ein Held. Er ist einfach ein Held. Oder windig Tankstelle. Ich hab gesagt, die mögen Kleingeld.